Ja, ganz herzlichen Dank. Dann darf ich jetzt hier übernehmen. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich freue mich, wenn wir auch alle später gemeinsam ins Gespräch kommen. Aber zunächst darf ich in der Reihenfolge, wie es mir aufgetragen wurde, die PanelistInnen auf das Podium bitten. Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes. Ein Applaus. Ja. Julia Verlinden, stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Und Baro Gabbard mit ganz vielen Hüten heute dabei. Da kommen wir gleich noch dazu. Herzlich willkommen. Und es fehlt noch Thomas Heilmann, Bundestagsabgeordneter der CDU und Chef der Klimaunion. Ich glaube, wir haben die Erlaubnis, auch schon mal ohne ihn anzufangen, denn wir alle sind gespannt anzufangen. So, dann erzähle ich mal so ein bisschen, was ich mir für Gedanken gemacht habe, bevor wir hier zusammengekommen sind. Ich finde, das ist der schwierigste Moment in meiner Laufbahn in der Klimapolitik. Jetzt, genau jetzt, wo es um die Umsetzung geht, wo wir eigentlich alles haben. Wir haben das Pariser Klimaabkommen, wir haben auf EU-Ebene den Green Deal, wir haben ein starkes Klimaschutzgesetz auf Bundesebene. Jetzt bricht uns die Unterstützung in der Gesellschaft weg. Und ich glaube, das ist genau das Thema, über das ihr alle seit gestern intensiv diskutiert. Dazu wollen wir auch gemeinsam ins Gespräch kommen. Warum macht die Umsetzung so viel Angst? Warum macht die Umsetzung die Menschen wütend? Und das, während südliche Landesteile im Hochwasser versinken? Was ist denn da irgendwie nicht richtig? Oder was ist falsch gelaufen? Ja, die Politik hat vielleicht auch nicht immer alles ganz richtig gemacht, aber dass Klimaschutz jetzt Teil des Kulturkampfes geworden ist, ganz ehrlich, das hätte ich mir nicht denken lassen, dass sowas einmal möglich sein würde. So, und jetzt wollen wir uns auf diesem Panel mit euch zusammen die Frage stellen, wie können wir denn gemeinsam das Ruder wieder herumreißen? Wie kommen wir beim Thema Klimaneutralität wieder auf Kurs? Fangen wir mal in Deutschland an. Europa ist natürlich die zweite Frage. Und ich schätze mal, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie die Politik die Leute mitnimmt. Aber schauen wir, wie sich hier die Diskussion so entwickelt. Ich überlasse es mal den PanelistInnen, sich selber vorzustellen, indem ich euch allen eine Frage mitgebe. Nämlich, welche Funktion genau füllen Sie in Ihrer jeweiligen Position aus, wenn es darum geht, die Fragen, die ich gerade genannt habe, zu beantworten? Und ich fange mal mit Dirk Messner an. Das kann ich ganz kurz ja machen. Ich bin Chef des Umweltbundesamtes. Das Umweltbundesamt betreibt Forschung, Politikberatung basierend auf unserer Forschung. Wir setzen auch Umweltregulierung um im Umweltbundesamt, da wo Wissenschaft dafür gebraucht wird. Und dann kommunizieren wir in die Gesellschaft. Dafür ist das ganze Haus zuständig. Wir sind 1800 Personen im Augenblick und ich leite den Laden. Super. Ich hack noch mal nach. Machen Sie es noch ein bisschen komplexer. Wie kommt denn jemand, der in einer so entscheidenden Position für uns alle sozusagen Umweltpolitik, Klimapolitik begleitet, für die Politik? Wie kommt denn so jemand auf diese Themen? Was ist denn Ihre Entwicklung, Ihre Laufbahn gewesen in diesen Bereichen? Ja. Also ich bin ein Spätkommer, wenn es um Umwelt- und Klimafragen geht. Ich bin berufen worden 2004, vor 20 Jahren, da war ich schon um die 40, in den Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung. Den habe ich dann später 10, 15 Jahre auch geleitet. Und da bin ich reingekommen in den Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung. Da ging es dann um das Erdsystem, das Klima und so weiter. Als Global Governance Forscher, globale Kooperation, wie geht das? Wie organisiert man globale Kooperation? Das war mein Zugang. Und dann habe ich in der Zusammenarbeit mit den Naturwissenschaftlern, den Klimaforschern, mit John Schellenhuber, mit Stefan Rahmsdorf gelernt, dass all das, was mich interessierte, globale Kooperation, gesellschaftliche und soziale Entwicklung, nicht mehr gedacht werden kann, wenn wir das Erdsystem nicht mit betrachten sozusagen. Und vielleicht zum Abschluss, und dann gebe ich auch wieder an Sie zurück. In der ersten Runde, in der ich dabei war, mein erster Tag im Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung, haben wir beschlossen, wir machen eine Studie, die sollte heißen Climate Change as a Security Risk. Also Klimawandel als eine Sicherheitsherausforderung. Und da war dann die Frage desjenigen, der da moderierte,
was soll die Zeitschiene sein, mit der wir da arbeiten? Und dann wurde ich zuerst gefragt, weil Sicherheitspolitik hört sich nach Sozialwissenschaften an, also war ich da als Erster gefragt, da habe ich gesagt, die Zeitschiene ist, wir müssen gucken, was wir die nächsten 2 Jahre machen müssen, das ist die kurzfristige Perspektive, was muss man da einleiten, wie muss man mit der Bundesregierung sprechen, der Bundestag und so weiter. Eine Legislatur, die nächsten 4 Jahre, das ist dann die mittlere Perspektive. Und eine ganze Dekade ist schon eine ziemlich weitsichtige Angelegenheit für die Politik, wenn man Politik berät und Politik organisiert. Man spricht als nächstes Stefan Rahmstorf, der Erdsystemforscher, der zu den Gletschersystemen beispielsweise arbeitet weltweit. Und der sagt, meine Kurzfristperspektive sind 10.000 Jahre, meine Mittelfristperspektive sind 100.000 Jahre und die Langfrist ist mehr als 10 Millionen Jahre. Und in diesen Zeitrhythmen müssen wir Umweltpolitik, Klimapolitik und das gesellschaftliche System mit dem Erdsystem in Einklang bringen. Das war die neue Herausforderung. Und diese Herausforderung lastet jetzt auf unseren Schultern hier. Danke für die Aufmunterung, Julia Verlinden. Gleiche Frage. Wie sind Sie denn dazu gekommen, Klimapolitik zu machen? Ich habe gesehen in Ihrer Biografie, da gibt es schon eine ganz lange Historie. Ja, tatsächlich war Klimapolitik nicht das erste Thema, was mich interessiert hat, sondern ich habe mich tatsächlich sehr stark für Naturschutzthemen interessiert als Schülerin. Also ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen, bin da viel durch den Wald gestreift und so weiter, auch mit meinen Schwestern und Schulkameradinnen. Und dann irgendwann hatte ich die Möglichkeit kennengelernt, dass man so ein Green Team gründen kann, also diese Kinderorganisation von Greenpeace oder diese Jugendgruppen oder naja, jedenfalls, dass man dann Informationen bekommt. Ich habe ganz viele Briefe an Greenpeace geschrieben, was ich für Ideen hätte, was man ja mal alles tun könnte oder habe dann auch nette Antworten bekommen. Jedenfalls habe ich mich als Schülerin sehr stark für diese ganzen Themen, die direkt in meinem Umfeld waren, interessiert, wenn ein kleiner Tümpel ausgetrocknet war im Sommer und so weiter. Schließlich habe ich mich bei der Naturschutzjugend und bei der Bundjugend engagiert, habe auch Fahrraddemonstrationen mit organisiert, für die Schülerzeitung geschrieben über Meeresschutz und so weiter, pipapo, und habe dann schließlich so als Hauptthema tatsächlich die Nachhaltigkeit so als Metathema dann für mich entdeckt und der Ausstieg aus der Atomkraft war mir ein ganz wichtiges Anliegen und das hat mich dann nach Lüneburg geführt, zum einen, weil das da die einzige Uni war, wo man damals Umweltwissenschaften interdisziplinär studieren konnte. Zum anderen, weil ich Menschen kennengelernt hatte, die da schon unterwegs sind und sich da auch zivilgesellschaftlich engagieren. Und ich habe dann tatsächlich über den Weg Atomausstieg und wir wollen selber unsere Energie produzieren, wir wollen Bürgerenergie machen, wir wollen Technologien weiterentwickeln und fordern, dass der Staat das entsprechend unterstützt und ermöglicht, damals ja über das Erneuerbare Energiengesetz, was dann kurz nach Beginn meines Studiums eingeführt wurde, quasi diese Autonomie oder die Selbstständigkeit weg von den Konzernen. So, das hat mich quasi zu der ganzen Frage Energiewende gebracht. Dann im vertieften Studium dann festgestellt, oh ja, das hat ja ganz viel eben auch neben der, ich sag mal, selber was voranbringen, ganz viel auch mit internationalen Klimaschutzfragen zu tun. Und das ist quasi so der Weg von mir persönlich gewesen. Jetzt im Augenblick, ich überspringe jetzt mal ein paar Stationen, jetzt im Augenblick bin ich als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion dafür zuständig, alle Gesetze, die im Bereich Landwirtschaft, Naturschutz, Klima, aber auch Verkehr und Bauen im Bundestag diskutiert werden, zu einem Ergebnis zu bringen, weil die Gesetze, die wir von der Bundesregierung für die parlamentarische Beratung bekommen, sind ja nicht automatisch so, wie wir das als drei Fraktionen, die die Regierung tragen, mehrheitsfähig. Also es gibt immer noch viele Fragen und viele Diskussionspunkte und also von allen Fraktionen. Aber am Ende müssen wir irgendwas entscheiden. Und die Herausforderung im Augenblick ist, Mehrheit zu kriegen dafür, dass sich etwas zum Guten hin verändert. Und das ist dann vielleicht auch mein letzter Satz für dieses Eingangsstatement. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, dass die Demokratie immer eine Mehrheit braucht für eine Veränderung im Vergleich zum Status quo und dass das eine Herausforderung ist, wenn wir Nachhaltigkeit durchsetzen wollen, weil es nämlich dazu führt, dass wenn man sich nicht einigt, dass einfach der alte Status fortgesetzt wird. Und das ist
eine Herausforderung für die Demokratie. Vielen Dank. Und so ist Julia Verlinden mit dieser Expertise, aber auch dieser Motivation aus der Zivilgesellschaft heraus im Parlament gelandet. Das ist eine großartige Story. Dankeschön. Baruch Gabbard, Sie sitzen mit mindestens 3 Hüten hier auf dem Podium. Alle haben irgendwas mit Zivilgesellschaft zu tun. Die Climate Clinic, die Sie gegründet haben, ist ein eingetragener Verein. Das Bundesjugendkuratorium hat auch was mit Zivilgesellschaft zu tun und Greenpeace natürlich sowieso. Deswegen frage ich auch Sie, was ist denn Ihr persönlicher Klimaweg und können Sie uns erzählen, wie diese einzelnen Stationen auf Ihrem Weg zusammenpassen? Und ich glaube, sind doch alle neugierig, darauf zu erfahren, was diese Institutionen machen. Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, weil ich gehört habe in den Vorbesprechungen, Thomas Heilmann ist jetzt nicht da, aber dass irgendwann gar nicht, irgendwann in dem Prozess so aufgefallen ist, dass man hier über Zivilgesellschaft und Klimaschutz reden möchte und dann die Frage aufkam, warum denn nicht auch vielleicht mit? Und dann hat man sich überlegt, dass da noch jemand sitzen könnte auf dem Podium und ist dann irgendwie auf mich gekommen. Und Sie und ihr alle müsst jetzt kurz Nachsicht haben mit diesem vielleicht etwas ungewöhnlichen Einstieg der vielen Hüte, die hier jetzt schon 2-mal genannt wurden. Ich wurde nämlich angefragt, als ich meinen Job noch nicht gewechselt habe. Das ist nämlich vor 2 Wochen passiert. Und deswegen sitze ich hier und wir haben, glaube ich, ein bisschen Erklärungsbedarf und ich versuch's mal. Also seht mir nach, dass das jetzt etwas übergreifender vielleicht wird. Wir fangen aber, ja, Dankeschön. Wissen ja noch gar nicht, was, ob das gut ist, aber das war ein präventives Klatschen. Das finde ich auch super. Fangen wir mal aber trotzdem nicht bei meinem Jobwechsel an, sondern bei dem Klimaschutz. Ähnlich wie Sie, Frau Verlinden, gesagt haben, bei mir waren es am Anfang tatsächlich auch die Tiere und die Natur. Meine Oma erzählt das immer, dass ich mit 6 gesagt hätte, ich erinnere mich da nicht mehr dran, also ich würde gern Bundeskanzlerin werden und hat sie gesagt, ja, ist gut, warum denn? Habe ich gesagt, erstens, weil es noch keine Frau gab, so jung bin ich. Und zweitens, weil die Schneeleoparden gefährdet sind und wenn da niemand ein Gesetz gegen macht, dann muss ich Bundeskanzlerin werden, um die Schneeleoparden zu retten. Da hat sie gesagt, okay, warum? Gar kein Problem. Mach mal und guck dir das mal so an und die nächsten Jahre, das hat sie mir irgendwann neulich erzählt, also die Liebe zu Tieren und Natur stand am Anfang und dann sind so einige Dinge passiert. Ich habe Familie mütterlicherseits, die aus Ecuador kommt und ich weiß nicht, wie viel Sie und ihr wisst und wissen, aber dort wurde die erste Verfassung verabschiedet, die die Rechte der Natur, also der Baum, der Fluss, der Berg hat ein Recht, implementiert haben in der Verfassung und das Recht der Menschen auf ein gutes Leben in einer intakten Umwelt. Und das war einzigartig auf der Welt und ich fand das so interessant und besonders. Ich habe 2012 die Möglichkeit gehabt, eine Weile bei einer indigenen Gruppe zu leben, die eine der ersten erfolgreichen Klimaklagen dort gewonnen hat vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und dann dachte ich mir, wow, also wenn man das kann mit Recht, dann möchte ich mal Jura studieren in Deutschland und mir anschauen, ob wir das nicht hier auch hinbekommen. So habe ich dann Jura studiert, am Anfang gemerkt, Klima überhaupt kein Thema. Wirklich, man hat das gegoogelt, so in dem JuristInnen-Google, das ist so back online, habe ich Klima gegoogelt. Der einzige Treffer, der kam damals, war das gesellschaftliche Klima im Arbeitsrecht ist angespannt. Habe ich gesagt, oh nee, also das geht ja wohl noch ein bisschen besser. Habe dann für Transformation in der Wissenschaft mich erstmal für Klimaschutz in der Rechtswissenschaft engagiert und da kommen wir jetzt zum ersten Hut der Climate Clinic, die erste studentische Rechtsberatung für Fragen rund um Klima und Recht in Deutschland gegründet. Mittlerweile sitzen dort 120 NachwuchsjuristInnen, die auf Anfrage von AktivistInnen, NGOs, Verbänden Fragen rund um Klima und Recht beantworten, damit die Zivilgesellschaft möglichst auf Augenhöhe oder näher in Augenhöhe mit EntscheidungsträgerInnen sprechen kann über die Themen, über die sie bewegen und nicht abgeblockt wird mit, oh, ganz nette Idee, aber das ist juristisch ganz, ganz schwierig, tut uns wirklich leid, das können wir nicht umsetzen. Das macht also die Climate Clinic. Ja, danke schön.
Das ist der erste Hut. Der zweite Hut ist, dass ich zu dieser Legislaturperiode von der, wie schön, die Tiere hier, wunderbar, tolle Kulisse, die Tiere, ja, von der Bundesregierung diese Legislaturperiode als unabhängige Sachverständige ernannt wurde im Bundesjugendkuratorium. Das ist ein Sachverständigengremium gleich wie der WBGU, also Wissenschaftliche Beirat globale Umweltfragen oder andere, der die Bundesregierung unabhängig berät, aber zu Fragen, die Kinder und Jugend und in meinem Fall vor allem schwerpunktmäßig auch Generationengerechtigkeit betreffen. Das heißt, da sind wir im Austausch mit der Bundesregierung. So, und jetzt kommen wir zu dem Job, für den gerade schon präventiv geklatscht wurde und ich mich nochmal herzlich bedanke. Ich bin seit nun 2 Wochen, darf ich Vorstandssprecherin für sozial-ökologische Gerechtigkeit bei Greenpeace Deutschland sein und sitze demnach auch mit meiner Erfahrung von dort und meiner Motivation, die mich dahin gebracht hat, hier und versuche, verschiedene Aspekte der Zivilgesellschaft damit abzudecken oder Einblicke zu geben und freue mich sehr aufs Panel. Herr Heilmann, Sie sind jetzt da. Ich habe mich schon bedankt in Ihrer Abwesenheit, dass Sie nochmal eingebracht haben, dass jemand aus der Zivilgesellschaft sitzt. Vielen Dank und willkommen. Danke. Ganz herzlichen Dank. Sie sind zum richtigen Augenblick gekommen, denn jetzt sind Sie an der Reihe. Wir dachten, wir machen mal einen kleinen persönlichen Einstieg und ich mach's mal wirklich ganz konfrontativ. Es liegt ja nicht auf der Hand, mit dem Klimathema für die Union zu sprechen. Sie sind da bekannt wie kaum ein anderer. Sie setzen sich ein, sie haben Erfolge, sie werden immer wieder eingeladen, angesprochen und sind wirklich die starke Stimme der Union geworden für das Klimathema. Aber wie kommt man denn dazu? Wie war denn Ihr Weg dahin? Also mein persönlicher Weg. Naja, also ich habe 4 Kinder, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ich bin ja eigentlich Unternehmer und bin durch den Zufall, dass mein Vorgänger als Justizsenator zurücktreten musste, was mit mir nichts zu tun hatte, und dann wurde plötzlich ein Externer gesucht und ich war ja eigentlich Unternehmer, aber bin eben auch Volljurist, deswegen bin ich Justizsenator geworden, was nichts mit Klima zu tun hat. Da war ich 5 Jahre Senator, dann war die Legislatur abgelaufen, dann bin ich Bundestagsabgeordneter geworden. Und man als neuer Bundestagsabgeordneter, jeweils in so einer großen Fraktion wie der CDU, wird man ja irgendwo hingesteckt. Und ich wurde in die Sozialpolitik gesteckt. Also habe ich Sozialpolitik gemacht und dann wurde im ersten halben Jahr gefragt, die CDU bildet einen Klimakreis, der quer zu den Zuständigkeiten arbeiten soll der Fraktionen. Weil es damals gab es kein Klimaministerium, es war sozusagen ein Querschnittsthema und deswegen wurde eine Querschnittsarbeitsgruppe gemacht. Und dann habe ich mich gemeldet, habe gesagt, finde ich interessant, gucke ich mir mal an. Und so bin ich zu dem Klimathema gekommen und habe festgestellt, dass da doch eine Menge, sagen wir mal vorsichtig formuliert, zu tun ist. Und dann war ich einer der Haupttreiber eines Papiers, das hieß damals die Grüne Null. Und dass die CDU bewegt hat, von die Klimabepreisung hatten wir ursprünglich abgelehnt als Steuererhöhung. Und das hat die CDU in der letzten Legislaturperiode ja 100% gedreht. Und dahinter sitzen mehrere Personen zur Politik ja immer so, sonst hätten sie ja keine Mehrheiten. Aber ich war ja ein sehr enger Vertrauter der damaligen Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die auch gegen die CO2-Bepreisung war. Das habe ich persönlich, glaube ich, habe ich sie überzeugt, dass das Unsinn ist und dass man das machen soll. Und so bin ich dann im Klimateam, bin ich dann im Kompetenzteam Klima von Armin Laschet gelandet und so bin ich halt immer weiter in das Thema hineingeraten. Ich finde es inhaltlich wahnsinnig spannend und wahnsinnig wichtig. Ich glaube, muss hier nicht so lange erklären, warum Klima wichtig ist. Aber wenn das notwendig ist, dann würde ich das auch tun. Und so bin ich zum Thema Klimapolitik gekommen. Denn die Union hat sicher da ganz operative Schwächen in der Vergangenheit und wenn man ehrlich ist, auch in der Gegenwart. Aber von ihrer grundsätzlichen Haltung zur Frage, gehört uns eigentlich die Erde oder gehört das zu den nachfolgenden Generationen und wollen wir nachhaltig sein und so, das ist alles in der Grundlage Thema. Und dann hat mich übrigens Klaus Töpfer, der gerade leider gestorben ist, sehr in der Sache bestärkt. Vielen Dank. Und wir kommen noch auf genau diese Themen zu sprechen. Aber ich muss eine Anekdote teilen. 1994, da war ich noch in der Schule, da habe ich zum ersten Mal von, ich weiß gar nicht, ob das damals schon CO2-Bepreisung hieß, gehört. Das war bei einer Veranstaltung in meiner Heimatstadt mit Heiner Geißler, der gesagt hat, wir müssen den Faktor Arbeit entlasten und den Faktor Umwelt belasten. Wir brauchen eine ökologische Steuerreform. Da dachte ich so, wow, das ist ein spannendes Thema. Guess what, mit was ich mich heutzutage befasse? Übrigens war
Helmut Kohl, auch ein sehr großer Förderer von Klimapolitik. Die Protokolle von Rio und von Tokio wären ohne die Protegierung und das Einsetzen von Helmut Kohl nicht zustande. Das traut man ihm ja gar nicht zu, wenn man ihn so sieht oder gesehen hat. Aber er war ein großer Förderer dieses Themas. Das hat durchaus Wurzeln in der CDU. Wir haben mehrere Wurzeln, darauf sind wir auch stolz. Und da muss das auch irgendwie in Ausgleich bringen. Ob wir immer den idealen Ausgleich hinkriegen, darüber kann man sicher in der einen oder anderen Frage diskutieren. Darauf kommen wir noch zurück. Danke. Jetzt müssen wir mal diese ganzen verschiedenen Perspektiven anfangen, zusammenzubringen. Herr Messner, ich fange noch mal mit Ihnen an. Parlament, Zivilgesellschaft und dann sitzt da eine staatliche Einrichtung, die eigentlich rechnen, zählen, messen soll, damit die Bundesregierung gute Klimapolitik machen kann. Und trotzdem ist das Uber ja auch eine feste Größe, wenn es darum geht, mit all diesen Akteuren regelmäßig im Austausch zu sein. Können Sie einfach mal Ihre Erfahrungswerte beschreiben? Wie läuft das in der Praxis? Wie tauscht man Informationen aus? Wie spielt man sich vielleicht auch gegenseitig Bälle zu? Wie kooperiert man? Also auch als Individuum, dem die Themen am Herzen liegen. Ja, ich bin seit 2020 Präsident des Umweltbundesamtes und habe irgendwann einen Anruf von der damaligen Umweltministerin gekriegt. Das war Svenja Schulze, die hat gefragt, ob mich das Ganze interessiert. Und dann habe ich überlegt, ob mich das interessiert, weil ich hatte eigentlich einen ganz schönen Job, muss ich sagen. Ich war Vizerektor der Universität der Vereinten Nationen. Das hat auch Spaß gemacht. Und deswegen habe ich mir 3 Tage Bedenkzeit ausgebeten und habe dann entschieden, dahin zu gehen, weil mein Argument gewesen ist, dass zu der Zeit 2020 die Umwelt- und Klimathemen, das, womit sich das Uber beschäftigt, eigentlich im Zentrum der gesamten Modernisierungsdebatte unserer Wirtschaft und Gesellschaft gestanden haben. Und deswegen fand ich, dass das der richtige Ort für mich ist. Und dann bin ich dahin und habe gesehen, dass das Uber eine sehr interessante Gesamtaufstellung hat. Also diejenigen, die das Uber, wir feiern gerade den 50-jährigen Geburtstag, wir sind 1974 gegründet worden, das Uber aufgestellt haben, die haben das Uber zur Chefberaterinnenorganisation der Bundesregierung gemacht. Also wir unterstützen jede Bundesregierung, die demokratisch daherkommt und machen aus dem, was in dieser Bundesregierung dann erarbeitet wird, ordentliche Politik, soweit wir das mit beeinflussen können. Das ist unsere Aufgabe. Also wenn Herr Heilmann bald Umweltminister wäre, dann wären wir beiden an einem Tisch und würden darüber reden, wie man das anstellt, die Heilmannschen Überlegungen zur Klimapolitik in Realität umzusetzen. Und dann haben wir gleichzeitig... Wir müssen nicht immer gleich vom schlimmsten Fall aus. Ja, passen Sie auf, also das war doch der nette Teil. Ne? Also ich sitze mit Herrn Heilmann am Tisch und wir machen die Heilmannsche Klimapolitik fertig. Dann steht aber im Errichtungserlass des Ubers auch drin, dass das Uber die Aufgabe hat, anschließend zu gucken, ob der Heilmann mit seinem Konzept überhaupt die Ziele erreichen kann, von denen er behauptet, er könne sie erreichen. Also wir sind sozusagen die Chefberaterinnen und Chefkritikerinnen der Bundesregierung gleichzeitig. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Aufstellung, die einer Demokratie sehr gut tut, weil wir reden der Regierung nicht nach dem Mund, das dürfen wir gar nicht, ne? Wir liegen im Streit mit jeder Bundesregierung, weil jede Ministerin und jeder Minister hat es nicht so gerne von einer Institution, die eigentlich zuarbeiten sollte. Das machen wir ja auch. Wir sind die Chefberaterinnen und Chefberater. Die haben es nicht so gerne, wenn am nächsten Tag dann gesagt wird, weißt du was, die Politik, zu der ich dir gestern geholfen habe, sie zu formulieren, die reicht nie aus, um die Ziele zu erreichen, von denen du überhaupt ist, dass du darauf zusteuerst. Ne? Und das ist so das Spannungsfeld, in dem wir agieren. Und dafür ist die Grundlage von allem, das habe ich jetzt, seit ich da bin, am Umweltbundesamt sehr stark gemacht, die Grundlage für unsere Politikberatung, für die Umsetzung von Umwelt- und klimapolitischer Regulierung und von den Diskursen mit der Gesellschaft, die wir da voranbringen. Die Grundlage von all dem ist eine solide und sehr gute Forschung am Uber selber. Und darauf lege ich sehr großen Wert. Ich habe von Anfang an gesagt, nur wenn die Forschung im Uber gestärkt wird, kann ich mit dabei sein. Weil das, was wir ja einfordern, ist ja eben angesprochen worden. Das sind ja enorme Veränderungen in kurzer Zeit, die bewerkstelligt werden müssen. Und das müssen wir, wenn wir unsere Beratung vorantreiben, auf soliden wissenschaftlichen Grundlagen machen. Weil ansonsten wird das Parlament uns durch die Arena jagen und die Presse von hier und da beschädigen mit dem Argument, wie können Sie denn in so eine Richtung beraten? Sie haben das noch nicht mal wissenschaftlich ordentlich sauber durchgearbeitet. Deswegen ist Wissenschaft und Forschung für mich die Säule dessen und der Antreiber dessen, was wir in der Politikberatung anschließend mit jeder Bundesregierung tun und in der Umsetzung entsprechend weiterentwickeln. Vielen Dank. Und da knüpfe ich gleich mal an. Julia Verlinden, Sie machen Politik auf der Grundlage von Wissenschaft und fordern starke Klimapolitik ein. Haben das in der Ampelkonstellation
als Grüne nicht immer ganz so erfolgreich geschafft, weil, ja, Politik, das ist halt das, was möglich ist. Aber das Doofe ist, ich habe den Eindruck, Sie müssen sich von der Zivilgesellschaft auch ganz schön viel anhören. Na, es reicht nicht und das mit den LNG-Terminals ist eine ganz blöde Idee. Das Gebäudeenergiegesetz, das Heizungsgesetz ist uns allen, die sich für Klimaschutz einsetzen, tüchtig um die Ohren geflogen. Aufhebung der Sektorziele im Klimaschutzgesetz. Wie gehen Sie denn damit um und wie könnte ein Weg daraus beschrieben werden? Also wenn die Zivilgesellschaft sagt, wir sind nicht safe unterwegs, die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, dann hat die Zivilgesellschaft recht. Das sagt das Umweltbundesamt auch. Also die Klimaneutralität im Jahr 2045 zu schaffen, dafür brauchen wir noch mehr politische Entscheidungen, die diese Emissionsminderung, aber natürlich auch die natürlichen Senken schützen. Und dafür braucht es weitere Entscheidungen. Und ich wäre ja eine schlechte Politikerin, wenn ich sagen würde, ich bin jetzt fertig, nur weil wir in den letzten 2,5 Jahren schon, ich glaube, ich habe gestern mal oder vorgestern mal versucht durchzuzählen, ich glaube, es waren 23 oder 24 Gesetze, die wir in den letzten 2,5 Jahren beschlossen haben, die alle einen Beitrag leisten, CO2 einzusparen. Also in allen möglichen Sektoren und Bereichen. Und das Heizungsgesetz war eines davon, aber es gibt eben auch noch viele weitere. Und die sind alle ein Schritt in die richtige Richtung, alle diese Gesetze. Und ich habe mit meinen KollegInnen sowohl innerhalb der Grünen Bundestagsfraktion als auch in den Koalitionsfraktionen hart darum gerungen, wie diese Gesetze im Detail aussehen. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, dass Menschen aus der Zivilgesellschaft sagen, also gemessen an dem Ziel, wo wir hinwollen, reicht es noch nicht, weil das ist ja korrekt. Und zugleich glaube ich, dass es auch sinnvoll sein kann, darüber zu sprechen, dass wir aber einen wichtigen, also viele wichtige Entscheidungen auch getroffen haben, die jetzt auch messbar werden. Also beispielsweise Solarenergie, da haben wir im Mai schon das Ziel erreicht, was wir eigentlich Ende dieses Jahres schaffen wollten. Das heißt, da sind wir schneller als gedacht oder schneller als erhofft. Und das ist etwas, finde ich, worüber sich die Zivilgesellschaft insgesamt auch freuen darf, sollte, wenn ich das so empfehlen darf, weil das hat die Zivilgesellschaft ja selber gemacht. Die Zivilgesellschaft, viele Bürgerenergiegenossenschaften, viele Mieterinnen und Mieter haben sich ein Balkonsolarkraftwerk organisiert. Viele Menschen haben Solarpanels auf Schulen und Rathäuser geschraubt und das machen sie seit ungefähr 30 Jahren. Und deswegen sind wir an dem Punkt, wo wir jetzt sind, weil die Menschen investiert haben, weil die Menschen gesagt haben, wir wollen selber unseren Strom produzieren. Und wir haben politisch versucht, den Rahmen so gut es nur irgend geht zu machen, damit diese Menschen dieses Engagement, diese Investitionen tätigen können. Und deswegen glaube ich, dass auf der einen Seite zu sagen, okay, wir haben manche Dinge jetzt in den letzten Monaten und Jahren intensiv diskutiert und vorangebracht, dass auch dahingehend für diejenigen, die dazu einen Beitrag geleistet haben, auch sozusagen als eigenen Erfolg auch anzuerkennen, finde ich deswegen hilfreich, weil es natürlich auch Mut macht. Also diejenigen, die jetzt zum Beispiel auch ihre Nachbarn überzeugt haben, hey, es ist vielleicht doch eine gute Idee, mal den Energieberater kommen zu lassen, lass dich doch mal beraten, ob vielleicht doch eine Wärmepumpe die richtige Idee ist oder wie auch immer. Ich glaube, dass das einen Unterschied macht und dass es Mut braucht und Hoffnung braucht zu sehen, es macht einen Unterschied, wenn ich mit Menschen im Austausch bin und sie motiviere, etwas zu tun. Genauso wie wir als Politik natürlich versuchen, diese Entscheidungen möglichst gut zu unterstützen und zu flankieren. Und deswegen glaube ich, braucht es beides. Auf der einen Seite eben dieses, es macht einen Unterschied und den können wir jetzt auch schon messen, dass Menschen sich engagieren. Es ist aber auch noch viel zu tun und ich glaube, das ziehen wir alle zusammen auch an einem Strang. Gut, dann darf ich mal festhalten. Diese Ampelregierung hat allen anderslautenden Analysen zum Trotz wahrscheinlich mehr hinbekommen für den Klimaschutz als so manche andere Bundesregierung vorher. Und viele Bürgerinnen und Bürger sehen das und nutzen das auch. Also ich glaube, darf man schon auch mal dazu sagen.
Darf ich? Gerne. Darf ich was dazu sagen? Ja. Also, all for Zivilgesellschaft, ne? Also, wir können uns, glaube ich, als Zivilgesellschaft für jeden klimapolitischen Fortschritt, der in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist, ganz dolle auf die Schulter klopfen, weil ohne die Klimabewegung auf der Straße, ohne Organisationen, die seit Jahren, Jahrzehnten für Klima- und Naturschutz kämpfen, wie Greenpeace und die anderen Angesprochenen, wäre ganz viel oder alles davon, sage ich jetzt einfach mal, nicht passiert. Und den Punkt möchte ich stärken und den möchte ich jetzt auch nicht schwächen mit dem, was ich gleich sage. Und da dürfen Sie auch einmal klatschen. Ja, genau. So, dann finde ich aber, dass wir auch ehrlich darüber reden müssen, was die Probleme sind. Und es ist super schön, wenn man möglichst viele Gesetze zählt, die vielleicht Schritte in die richtige Richtung sind. Bei anderen würde ich das auch mal kritisieren und ich glaube, das würden auch viele in der Zivilgesellschaft kritisieren, dass so Sachen wie Klimaschutzgesetz, Novelle eher zu Unmut geführt haben, also als zu einem positiven, ja, wir sitzen alle im selben Boot und das kriegen wir irgendwie total hin. Nee, wir haben das weniger messbar und weniger handhabbar gemacht und vor allem schlechter einklagbar für die Zivilgesellschaft. Das ist eine relativ blöde Entwicklung meiner Meinung nach. Und das mit den Zielen, mit den Schritten in die richtige Richtung ist auch so eine Sache, wenn erstens die Ziele, da können Sie, Herr Messner, vielleicht ja gleich nochmal was zu sagen, die man sich gesetzt hat, nicht für das Pariser Klimaschutzabkommen reichen, was man sich auch verpflichtet hat, als Staat Deutschland einzuhalten, als völkerrechtlichen Vertrag. Und wenn man nicht mal die Zwischenziele, die also nicht für dieses ganze Ziel 45 Klimaneutralität und für Paris reichen, auch nach den Einschätzungen des ExpertInnenrats zu den Projektionen und so weiter auch nicht erreicht werden, vermutlich durch die Bundesregierung, dann ist es mit den Schritten eine ganz nette Sache, aber klimapolitisch und damit auch für die Kernfrage, wie wir Verteilung in unserer Gesellschaft regeln, wie wir Freiheiten in unserer Gesellschaft verteilen, wie wir Menschen ein sozial adäquates Leben ermöglichen in einer möglichst intakten Umwelt, echt nicht genug. Und ich glaube, neben allem Lob an die Zivilgesellschaft, da von meiner Seite auch nochmal eine großer Bedarf und Ermutigung, dass man sich an dem misst, was notwendig ist und nicht an dem, was man irgendwie so mit viel Ringen meinetwegen aber hinbekommen hat. Wir vertiefen das gleich nochmal und bitte alle auf dem Podium. Melden Sie sich gerne, wenn Sie reinhüpfen möchten. Ansonsten würde ich jetzt... Ich hüpfe gerne. Ansonsten, Herr Heilmann, wir haben es anfangs schon gesagt, die Klimaagenda ist ja massiv unter Druck geraten. Und ja, ich finde es großartig, wenn Herr Merz sich jetzt beibringen lässt, wie man eine Wärmepumpe einbaut. Ich fand das eine grandiose Idee vor ein paar Tagen. Aber trotzdem liegt ja der Verdacht nahe, dass Klima jetzt nicht ganz so zentral in einem Wahlprogramm der Union verankert sein würde. Auch wenn das Wort Klima 40 Mal im neuen Grundsatzprogramm auftaucht. Das wissen Sie wahrscheinlich selber auch mehr als genug. Und Sie haben es anfangs schon gesagt, wir haben Klaus Töpfer alle zusammen so viel zu verdanken, von Kreislaufwirtschaftsgesetz bis Atomausstieg. Auch auf internationaler Ebene hat er sich verdient gemacht wie kaum ein anderer Politiker aus diesem Land. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass Klima wieder anschlussfähig wird, und ich sage das auch bewusst so, wieder anschlussfähig wird an die Mitte der Gesellschaft, dass es ein Thema wird, das auch in konservative Kreise wieder hineinreicht, da positiv besetzt wird, denn das war ja lange Zeit so. Es gab lange Zeit einen Grundkonsens in der Bevölkerung. Ja, da würden mich ein paar Reflexionen interessieren. Also die Frage ist ehrlich gesagt eben vom Ergebnis her offen. Dass das Klimaschutz ausreichend im Grundsatzprogramm insgesamt jetzt nicht nur von der Wortanzahl reflektiert ist, ist auch ein Verdienst der Klimaunion, deren Vorsitzender, also des Klimaflügels, wenn Sie so wollen, der Union. Unsere Beschlusslage ist sowieso besser als unsere Interviewlage. Also es gibt auch Interviews von Spitzenpolitikern der Union, wo ich immer sage, es ist mindestens schief. Erstens. Zweitens, die Union ist ja eine ganz blöden Sandwich-Position. Weil wir müssen den Teil der Bevölkerung,
der in der Mitte ist und der ehrlich gesagt droht abzuwandern Richtung BSW oder AfD, ja in dieser Demokratie halten, völlig losgelöst vom Klima, das müssen wir unbedingt machen. Und die Skepsis, die in der Bevölkerung zu dem Thema existiert und ja nicht nur in Deutschland, also ich hätte jetzt eine Menge Kritik der Ampel vorzuwerfen, was sie alles nicht richtig gemacht hat und so weiter, das ist ja auch meine Aufgabe nach dem Grundgesetz, da kritisch dann anzufragen, aber wenn ich mir das jetzt weltweit angucke in den Demokratien, dann hat das Thema ja überall verloren, also kann es ja jetzt ja nicht nur die Ampel gewesen sein, ja, das ist ein bisschen einfach als Erklärungsmuster. Und das ist die Frage, dass in den Sonntagsreden alle sagen, hätten wir gerne ein besseres Klima und weniger Erderwärmung, dann kriegen sie ja noch eine ziemlich breite Zustimmung. Wenn es darum geht zu sagen, was heißt das für mich persönlich, dann wird das schon schwieriger. Und die große Frage, deswegen bin ich da auch anderer Meinung als Sie, ist ja nicht die Wirtschaft dazu zu kriegen, klimaneutraler zu werden. Das ist auch nicht alles einfach und geht auch nicht alles von alleine, aber das ist das Brett nicht am dicksten. Sondern es ist die Frage, verändern Verbraucherinnen und Verbraucher ihr Verhalten? Fahren sie Elektroauto? Wie viel Fleisch essen sie eigentlich? Und so weiter. Da ist das Brett am dicksten. Und das werden wir in einer demokratischen Gesellschaft nicht mit Law and Order hinkriegen. Das muss auch sein, das wird auch mit Regulation sein, aber wir werden es nur mit Überzeugung hinbekommen und da stehen wir vor großen Herausforderungen. Und was ich glaube in unserer politischen Kommunikation wichtig ist, ist, dass wir ein Verständnis für die Menschen entwickeln, die sich anders verhalten und sie nicht mit Oberlehrerhafter darstellen. Also ich will das mal konkret machen, ich selber interessiere mich überhaupt, weil man mich noch nie für Autos interessiert. Und wäre in meinem Leben noch nie auf die Idee gekommen, mir einen Porsche zu kaufen, obwohl ich sozusagen in meiner früheren beruflichen Laufbahn das hätte mir leisten können. Aber es gibt eben Menschen, für die ist das ein Symbol für Freiheit, für Erfolg, für Autonomie. Und wenn ich denen das einfach nur wegnehme, dann werde ich Widerstand erzeugen. Und wenn ich Autos systematisch vergräme, ohne es zu erklären, dann werde ich Widerstand eben. Und ich glaube, das ist die gemeinsame Aufgabe. Da rede ich jetzt überhaupt nicht über Parteipolitik oder so, sondern es ist die gemeinsame Aufgabe all derer, die wir, glaube ich, hier im Podium ja einer Meinung sind, zu sagen, es gibt gar keine Alternative, außer wir verlassen das fossile Zeitalter und kommen in ein neues. Dass wir das machen müssen, müssen wir immer wieder erklären und begründen. Ich glaube nur nicht hier auf dem Podium. Und darin liegt die eigentliche Herausforderung und in dieser Dimension haben wir in den letzten Jahren alle gemeinsam, um jetzt hier keine schwarze Peter zu verteilen, alle gemeinsam nicht gut genug performt und ohne diese Überzeugung wird es nicht klappen. Julia Verlinden hat schon mit dem Kopf gewiegt und ich hole sie sofort rein, aber ich möchte nochmal nachhaken. Ja, da sind die Fleischesser und Porsche-Fahrer, die das alles nicht toll finden, wenn man ihre Freiheit beschneidet, aber da sind auch... Jetzt muss ich eine Studie mal kurz zitieren, die Friedrich-Ebert-Stiftung gerade in, ich glaube, 19 Ländern durchgeführt hat, wo sich ein sehr einheitliches Bild ergeben hat. Es geht nicht nur darum, dass die Menschen sich in ihrer Freiheit beschnitten fühlen, es geht darum, dass die Menschen sich überfordert fühlen. Ja? Also, dass gerade diejenigen, die wirtschaftlich schwächer gestellt sind, Wut verspüren, Erschöpfung verspüren. Aber das sind ja zwei verschiedene Logiken. Die einen, die was dagegen haben, dass man ihren konsumorientierten Lebensstil kaputt macht und die anderen, die Angst davor haben, dass sie letztlich nochmal den Kürzeren ziehen, wo sie eh schon nicht so gut gestellt sind. Also objektiv ist ja so, dass nicht das unterste Quartil am meisten unter Klimaschutz ökonomisch leiden wird, sondern es ist ja die Mittelschicht, die Angst hat und die sich auch artikuliert und die waren es nämlich auch beim Heizungsgesetz. Es waren ja die, die ein Einfamilienhaus besitzen und sagten, ich kann mir eine Wärmepumpe nicht leisten. Das war ja der Kern des Widerstandes. Das war ja nicht der Sozialhilfeempfänger, der war das gar nicht, der da sozusagen aufgeschrien hat. Und das ist eine andere Klientel, aber ja, es ist beides. Es ist sozusagen die Beschränkung von Freiheit und es ist die Angst vor Überforderung und beides ist ja auch nicht unberechtigt. Also zu sagen, es stimmt einfach nicht, haltet die Klappe, ist keine Antwort. Die wird auch nicht überzeugen. Es ist ja auch ein ernsthaftes Problem. Deswegen ist meine These, wir müssen ganz dringend in das Thema Klimageld kommen. Wir müssen ganz dringend in das Thema CO2-Bepreisung kommen.
Wir werden uns über die Frage, wie geht Transformation, wie geht Change, das hatte ich in meinem Leben aus einer ganz anderen beruflichen Perspektive, weil ich ein Unternehmer war oder bin und Unternehmen geführt habe mit vielen tausend Mitarbeitern, da war ständig Change. Was meinen Sie, was das Internet, die Einführung des Internets für, haben Sie ja wahrscheinlich alle erlebt, weil Sie ja auch irgendwie im beruflichen Kontext haben, was das für eine Veränderung im Unternehmen ist, und das können Sie nicht mit Order de Mufti von oben machen. Das funktioniert einfach nicht. Das wissen wir auch in der Change-Forschung. Und darüber müssen wir uns auch politisch Gedanken machen. Deswegen, ob es 23 Gesetze und ob die jetzt gut oder nicht gut waren, ist das eine. Die Frage ist, wie funktioniert Change, und ganz sicher nicht im Zentrum mit Gesetzen. Und da sind wir genau am Thema dieses Panels. Wie kann hier der Schulterschluss funktionieren? Julia Fellinen. Ja, also wenn diese 23 Gesetze, die ich eben genannt habe, unterm Strich 1000 Millionen Tonnen CO2 einsparen, die quasi das Erbe waren der Vorgängerregierung bis zum Jahr 2030, dann glaube ich, ist das ein wichtiger Schritt gewesen. Und ob der jetzt klein oder groß ist, das müssen wir, glaube ich, hier an dieser Stelle gar nicht diskutieren, weil ich habe ja eben selber gesagt, das reicht noch lange nicht, um die Klimaneutralität zu schaffen. Aber worauf ich nochmal eingehen wollte insbesondere, ist, dass wir, also dass ich diese Debatte, wer muss eigentlich was tun? Muss die Wirtschaft überzeugt oder mit Gesetzen dazu gebracht werden, etwas zu tun, oder sind es Investitionsentscheidungen der Bürgerinnen und Bürger? Ich finde, auf dieses Entweder-Oder. Das habe also, ich gleich gesagt und noch nicht gemacht. Das klang eben so. Okay, dann ist ja gut, dass wir das Missverständnis ausräumen konnten, weil ich glaube, so ein Entweder-Oder führt nicht zum Ziel. Und es geht darum, dass eben die Menschen, die sich vielleicht für nachhaltige Lebensweisen entscheiden wollen, in der Regel die Nachteile spüren und vor allen Dingen in der Vergangenheit die Nachteile gespürt haben. Also diejenigen, die beispielsweise mit einem Monatsticket zur Arbeit oder in die zur Ausbildung pendeln, haben in der Regel sehr hohe Preise bezahlt für ihr Monatsticket. Das haben wir jetzt auf 49 Euro Deutschlandticket runtergedrückt. Also das heißt, wir machen es attraktiver, mit dem ÖPNV unterwegs zu sein. Wir haben zahlreiche Rahmenbedingungen erleichtert dazu, dass Menschen sich für eine klimafreundliche Heizung entscheiden können, dass sie bis zu 70%, so viel gab es noch nie für eine neue klimafreundliche Heizung, bis zu 70% Zuschuss vom Staat bekommen. Also das heißt, all diejenigen, die sich für bestimmte Investitionen entscheiden wollen, bestimmte Verhaltensweisen umsetzen möchten, sollen dabei besser unterstützt werden. Das ist eines der wichtigen Ziele von Politik und auch mein persönliches. Das heißt also hier entsprechend die Rahmenbedingungen, wie sie in der Vergangenheit waren, zu verändern. Und ich glaube, dass ein Beitrag, den die Zivilgesellschaft leisten kann, tatsächlich ist auch darüber, wir haben das Heizungsgesetz jetzt hier auf dem Panel ein paar Mal angesprochen, wo Menschen auch sehr stark verunsichert waren, weil zum Teil auch Informationen diskutiert worden sind, die so einfach faktisch nicht wahr waren. Also es stimmte einfach nicht, was manche Medien, aber auch manche PolitikerInnen von anderen Fraktionen über das Gesetz erzählt haben. Sie hat es nie gelesen, aber sie haben behauptet, dass sie wüssten, was drinsteht, und haben damit Menschen verunsichert, die es selber ja auch nicht lesen konnten, weil sie auch gar nicht die Zeit dazu haben und erstmal sich darauf verlassen haben, was Medien darüber berichten. Und ich glaube, wir müssen hier extrem aufpassen, wenn wir uns hier auf dem Panel einig sind, dass man eine Klimakrise nicht abwählen kann. Also nur weil man keinen Bock mehr hat auf Klimakrise, wählt man halt eine Partei, die sagt, Klimakrise gäbe es nicht. Damit ist das Problem ja nicht gelöst. Sondern wenn wir uns einig sind und sagen, es ist eine Herausforderung, die wir demokratisch und gemeinsam mit allen verschiedenen gesellschaftlichen Kräften lösen müssen, dann ist es wichtig, glaube ich, dass wir uns dafür einsetzen, dass Menschen gut informiert werden, wahrhaftig informiert werden. Und dann ist es eben nicht nur unser Job hier auf dem Panel, sondern auch diejenigen, die tagtäglich mit NachbarInnen und KollegInnen unterwegs sind, hier natürlich auch anzuhalten, sich gut zu informieren, aber natürlich auch solche Fake News nicht zu verbreiten. Und das wäre auch noch eine Sache, von der ich glaube, dass sie zielführend sein kann. Es gibt immer so vermeintliche Zielkonflikte, die vielleicht gar keine sind. Ich finde, es gibt manchmal so eine Diskussion darüber, wie zum Beispiel Klimaschutz oder Naturschutz. Und da denke ich so, ey Leute, es geht um beides. Also jetzt, ne, also ihr müsst
nicht auf der einen oder auf der anderen Seite stehen, sondern man muss es klug umsetzen und dann kriegt man beides. Und dieses klug Umsetzen, das gelingt, wenn man wenn Bündnisse sich zusammentun, die man vielleicht am Anfang gar nicht erwartet hat. Es gibt beispielsweise schon seit Jahren ein Papier, was der Naturschutzbund Deutschland mit dem Bundesverband für Solarwirtschaft erarbeitet hat, wo aufgeschrieben ist, so ein Solarpark auf dem Dorf, der vielleicht auf einer ehemaligen Brache oder einer ehemalig landwirtschaftlich genutzten Fläche oder einer Schafweide oder so entstanden ist. Was müssen wir dabei eigentlich bedachten, um möglichst viel Biodiversität zu ermöglichen, damit eben Stromerzeugung und Biodiversität in Einklang gehen? Und da gibt es ein wunderbares Papier, das aus meiner Sicht wahrscheinlich viel zu wenig Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kennt, viel zu wenig KommunalpolitikerInnen kennen, aber wo sehr gute Tipps gegeben werden und wo einfach der NABU und die Solarwirtschaft gemeinsam einen Vorschlag gemacht haben. Und genauso ist, glaube ich, es ein Vorteil, wenn verschiedene Bündnisse aus verschiedenen, oder Gruppen auf verschiedener Interessen sich zusammentun und sagen, hier beispielsweise die Gewerkschaften und die Fridays for Future, die setzen sich ein für gute Arbeitsbedingungen in einem guten ÖPNV. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass es keine echten Gegensätze sind, entweder gute Arbeitsbedingungen oder besonders viel Klimaschutz oder so, sondern dass beides zusammengehört. Und deswegen glaube ich, dass hier die Zivilgesellschaft einen wichtigen Beitrag leisten kann, eben solche Menschen zusammenzubringen. Ich tue das auch, aber ich tue das natürlich, ich alleine kann es nicht alleine schaffen. Dadurch dann entsprechend auch die Debatten, die vermeintlich querlaufen und wirklich destruktiv enden können, wirklich in was Konstruktives zu münzen. Und da bedanke ich mich im Voraus an allen, die daran auch schon teilgehabt haben und dazu auch weiterhin beitragen. Vielen Dank für diese sehr konkreten Beispiele. Ich glaube, es fühlen sich einige hier im Raum auch angesprochen. Trotzdem ist ja immer noch die Frage, wie dann Politik wiederum und Zivilgesellschaft oder diese Bündnisse zusammenkommen. Da würde ich noch einmal an Herrn Heilmann übergeben mit der Frage. Ja, und dann kommt die Stimme der Zivilgesellschaft. Ich warne da, ich kann das sehr verstehen, wenn ich Regierungsvertreter wäre, würde ich auch sagen, ich stelle natürlich die Erfolge ins Schaufenster. Deswegen kann ich das alles nachvollziehen. Und es gibt ja auch Erfolge, will ich gar nicht bestreiten. Aber wenn wir uns die Bilanz dieser 3 Jahre angucken, dann haben wir vor allen Dingen im Bereich der erneuerbaren Energiegenerierung Erfolge erzielt, oder die Ampel hat Erfolge erzielt. Ja, wir haben bei der Frage Kostenkontrolle, haben wir sozusagen, ehrlich gesagt, die Fehler der früheren Regierung alle eher fortgesetzt. Es ist einfach zu teuer, was wir da veranstalten. Und das Problem wirkt sich natürlich bei mehr Energieausbau natürlich auch stärker aus. Deswegen gibt es ja jetzt auch im KTF diese Mangel. Aber das ist gar nicht das Entscheidende, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, wenn wir uns darauf konzentrieren, die Erfolge zu erzielen, dann sagen wir den Bürgerinnen und Bürgern, die skeptisch sind, das haben wir ja gerade herausgearbeitet, Leute, es war eigentlich richtig, was wir gemacht haben. Wir machen jetzt mehr davon, dann wird's was. Und wenn wir so kommunizieren, und zwar ganz egal, ob wir jetzt als Grüne oder als CDU, das geht es mir im Moment nicht, dann werden wir aus meiner Sicht die Skepsis der Bürger nicht wegkriegen, sondern wir müssen sagen, wir haben verstanden, was die wollen und müssen gucken, wie wir sie überzeugen können und nicht sagen, war alles richtig, was wir gemacht haben. Und zwar nicht, weil ich sage, war jetzt alles falsch, was die Ampel gemacht hat, also das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, wir müssen verstehen, warum das nicht funktioniert, denn es funktioniert ja nicht nur in Deutschland nicht, sondern es funktioniert ja in anderen Ländern leider auch nicht. Und eine Nachfrage, und Publikum wird auch gleich einbezogen. Kann es denn nicht sein, dass möglicherweise Umweltverbände, dass andere zivilgesellschaftliche Organisationen da hilfreich sein könnten? Wäre es vielleicht sinnvoll, wenn die Union da mehr in den Austausch treten würde? In einen möglichen Austausch zu treten, aber sozusagen. Aber ja, ich glaube, ja, es muss nur an der richtigen sein. Also ich glaube, dass wenn man das wie die letzte Generation macht, dass das eher zur Polarisierung beiträgt und die Klimaüberzeugten noch klimaüberzeugter macht und die Nicht-Klimaüberzeugten noch ablehnender macht. Also es kommt schon sehr darauf an, wie man kommuniziert. Aber wenn die Zivilgesellschaft, es ist viel besser, als wenn die Politik kommuniziert ist, wenn die Zivilgesellschaft den anderen Mitmenschen sagt, lass uns mal diesen Weg gemeinsam gehen, verstehend, wo wir noch nicht überzeugt sind, dann finde ich das total richtig. Und nicht der Hungerstreik, der da in der Invalidenstraße stattfindet, wo ich immer sage, also selbst wenn Olaf Scholz danach gibt, was ist eigentlich fürs Klima da gewonnen, außer dass
die sozusagen die Polarisierung noch nach oben geht. Wir müssen gegen die Polarisierung arbeiten und nicht für die Polarisierung. Das spricht ja direkt Greenpeace an. Lange Geschichte, Nonviolent, Direct Action, aber auch in den letzten Jahren vermehrt wirklich auch der Brückenschlag zur Politik. Greenpeace war in der Kohlekommission vertreten, in der Zukunftskommission Landwirtschaft. Da passiert schon viel. Aber wie reagiert man denn aus der Zivilgesellschaft, Baro Gabbard, mit all ihren Hüten? Was ist da ja dabei an Impulsen? Jetzt wurde ja schon ganz viel wieder gesagt und ich versuche mal so punktuell ein bisschen nochmal zu schärfen und aufzuräumen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ich glaube, was wir immer wieder feststellen müssen, und da bin ich ganz bei Ihnen beiden, egal welche Regierung, keine hat es bisher geschafft, vernünftige Maßnahmen und Pläne vorzulegen, wie wir unsere völkerrechtlichen, vertraglichen Dinge einhalten. Das ist ein Problem und das hilft auch nicht so ganz für den Vertrauensvorschuss, den man, glaube ich, aus der Bevölkerung und Zivilgesellschaft braucht. Das ist nicht der Punkt der skeptischen Gesellschaft. So, der zweite Punkt ist, warum? Also, und da würde ich mal auf ein paar Sachen eingehen, die jetzt gesagt wurden. Sie haben jetzt beide, glaube ich, das Thema Freiheit und Freiheitsbeschränkungen angesprochen. Also dem würde ich wirklich gerne nochmal den Freiheitsbegriff des Bundesverfassungsgerichts entgegensetzen, der auch das auch entschieden hat, dass Freiheit bedeutet, auch für die künftigen Generationen und die künftige Zeit der jetzt lebenden Menschen genügend Spielräume für ein adäquates Leben zu erhalten. Und auch das ist eine Aufgabe der Politik, die vom Bundesverfassungsgericht an Sie übergeben wurde. Und wir müssen, wenn wir über Freiheit reden, auch über diese Freiheit immer weiter reden und mitdenken. Und die gibt uns einen verfassungsrechtlichen Rahmen vor, innerhalb dessen Maßnahmen getroffen werden müssen, die uns dahin bringen. Und jetzt haben Sie beide ja, und da teile ich den Eindruck, darüber gesprochen, dass das mit den Maßnahmen relativ schwierig zu sein scheint da irgendwie. Und ich würde auch nochmal, das war im Eingangsstatement ganz am Anfang ein bisschen aufräumen wollen, mit diesem Eindruck, na, Klimaschutz, das ist jetzt irgendwie vielleicht nicht mehr so wichtig oder da findet man nicht mehr so Mehrheiten insgesamt für. Und da auch nochmal sagen, also wenn wir uns anschauen, was ist das Thema, was den Menschen am meisten Sorgen bereitet hat, wurde gefragt jetzt zur Europawahl, war immer noch Platz 2 Klimakrise und die Folgen der Klimakrise. Das macht den Menschen Angst, das bewegt die Menschen in diesem Land. Ich glaube, es waren 66% oder so, die das gesagt haben. Also das ist kein Thema, wo Leute, das Leuten auf einmal egal ist, sondern das ist ein ganz wichtiges Thema und gleichzeitig wird es bisher nicht geschafft, die politischen Antworten zu finden, die Maßnahmen, wo sich Mehrheiten hinter versammeln können. Und ich glaube, das liegt einerseits an der Polarisierung auch in der politischen Debatte und es liegt auch daran, dass man Klimaschutz und Soziales und was bedeutet eine Klimaschutzmaßnahme für Leute, die zum Beispiel weniger Geld haben, die irgendwo abgehängter sich fühlen und so weiter. Was mutet man ihnen dazu? Aber wo kann man sie auch wirklich mitnehmen? Wo kann man ihr Leben verbessern? Wo kann man ihre Ausgangssituation verbessern? Und Herr Heilmann, Sie hatten jetzt gesagt, ne, Klimaschutz, Beispiel Einbau, Heizung und so weiter belastet dann die Mittelschicht viel. Ja, aber Klimakrise belastet vor allem, das wissen wir, die Menschen, die wenig Einkommen haben, weil die weniger Möglichkeiten auch haben, sich zu schützen vor den Folgen der Klimakrise. Und es ist ja noch mehr sozialer Sprengstoff, den wir in dieser ganzen Klimakrisenthematik haben und wo ich eine ganz große Sorge habe, wenn wir das nicht schaffen, also als Gesellschaft da Lösungen zu finden, hinter der sich Menschen verbindend hinstellen können und sagen, ja, so geht das, so verbessern wir unser Leben, weil wenn wir Klimakrise so kommen haben, wie sie gerade kommen sehen, dann wird es auf jeden Fall schlechter für alle Menschen so. Das, glaube ich, ist die eine der Erzählungen, auf der wir aufbauen müssen und dann uns fragen, was ist denn sozial gerechter Klimaschutz, der dazu führt, dass das nicht ganz schlimm wird, so für uns alle. Aber das ist jetzt sehr abstrakt. Also ich würde mich total interessieren, was ist denn, also was sind denn 2, 3 Beispiele? Und gern auch Dirk Messner für die Beispiele, denn ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, die Stimme der Wissenschaft nochmal sprechen zu lassen. Also die Stimme der Wissenschaft, das ist jetzt. Also ich will Folgendes nochmal aus meiner Perspektive sagen. Aus meiner Perspektive, wir befinden uns jetzt in der Transformation. Wir haben die Transformation auch tatsächlich beschleunigt. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo wir aus einer Dynamik rauskommen, wo wir alle als Pioniere sozusagen des Klimaschutzes
Sie sind eine Pioniere mit Greenpeace und dem, was Sie machen. Sie sind in der CDU ein Pionier und gucken, dass Sie da Mehrheiten finden für Ihre Position. Die Grünen sind als Partei eine Pionierpartei für den Klimaschutz gewesen und so weiter. Was wir jetzt sehen, wenn wir diesen Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft schaffen wollen, dann reichen Pioniere nicht mehr aus. Wir müssen Mehrheiten gewinnen. Das ist ein gewaltiger, wichtiger Schritt. Und jetzt sage ich mal einen sehr harten Satz. Ich sehe im Augenblick in Europa keine einzige Wahl, sagen wir mal in den letzten 18 Monaten, wo eine sozial-ökologische Transformation, für die ich mir seit 30 Jahren die Finger wundschreibe, wo die eine Wahl gewonnen hätte. Also wir müssen alle viel besser werden. Das ist erstmal eine nüchterne Bestandsaufnahme. Nummer zwei. Wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, weil dann geht es ja um gesellschaftlichen Wandel und die Gesellschaft gewinnt für einen solchen Prozess, dann würde ich sagen, vor dem Hintergrund einer Studie, die wir alle zwei Jahre vom Uber aus machen, die Umweltbewusstseinsstudie, können Sie sich mal angucken, kann man auf unserer Homepage runterladen. Wir leben in einer 80-40-70 Gesellschaft. Was meine ich damit? 80% der Menschen, da haben Sie völlig recht, sind der Meinung, wir brauchen dringend eine Klimaneutralitätstransformation und wollen das auch mit Leibeskräften unterstützen. Das sagen die Aussagen. Das sagen die Bürgerinnen und Bürger. 2023, mitten in der Transformation, mitten im Krieg, mitten in all diesen multiplen Krisen, starke Unterstützung für diesen Weg, sehr wichtig. 40, ich habe gesagt 80, 40, 70. Ne? 40 ist weniger gemütlich, weil 40% der Menschen gehen davon aus, dass die Transformation, für die sie sich einsetzen, ihren sozialen und ökonomischen Status unterminiert. Das sind nicht nur die unteren 15-20%. Fast die Hälfte der Bevölkerung hat Existenzsorgen, wenn sie auf die Transformation schaut, die sie selbst einfordert. Wenn wir da unsere Maßnahmen, unsere Initiativen nicht sozial ausgewogen gestalten, was wir noch nicht gut gelernt haben, dann kriegen wir das nicht hin. Und dann bleiben die 70 und die 70 sagen aus, 70% der Bevölkerung argumentieren, sie blicken bei all dieser Transformation, dieser Sektor, jener Sektor, noch ein Sektor, noch tiefer, noch schneller und so weiter, sie blicken nicht mehr durch. Und ich kann Ihnen nur sagen, in den Apparaten ist es nicht viel anders, weil das, was wir machen, ist sehr anstrengend. Das, was wir machen, ist sehr viel. Sie haben ja gesagt, wie viele Gesetze, wie viele Verordnungen, was alles auf den Weg gebracht wird. Diese Transformation ist kein Zuckerschlecken. Und deswegen müssen wir an Veränderungsbereitschaft appellieren und gleichzeitig die soziale Dimension vor Augen haben, sonst wird das nichts. Und aus meiner Perspektive in den letzten zwei Jahren hat sich gezeigt, drei Strategien sind in jedem Fall gescheitert. Also wir brauchen irgendwie noch mal was anderes. Ne? Die erste Strategie ist, diejenigen, die geglaubt haben, wir wissen ganz genau, wie diese Transformationspfade, ich habe die selber aufgeschrieben in vielen Studien, ne, wie diese Transformationspfade aussehen und zack, dann sind wir irgendwann bei Null angelangt in 2050, 2008. Das funktioniert nicht. Wenn man dabei die Gesellschaft vergisst und die Technologien durchrechnet und die Incentive-Kurven und so weiter, technokratische Illusionen funktionieren nicht. Ohne gesellschaftliche Beteiligung, ohne Mobilisierung der Gesellschaft landen wir nirgendwo. Der zweite Punkt, der ist im Kanzleramt stark gewesen, der wird jetzt ein bisschen korrigiert. Da war das Narrativ, wir machen das mit der Transformation jetzt wirklich. Ihr werdet sehen, eines Morgens macht ihr die Tür auf, ihr habt es nicht gemerkt, die Transformation ist abgeschlossen. Das funktioniert auch nicht, weil das war die Sorge, die Leute zu verängstigen. Das ist neue Weltwirtschaft. Mit Veränderungsbereitschaft. Aber die Menschen sind ja nicht blöd. Die Menschen sehen ja, das sind die 70%, was da alles sich verändert. Also dieses Narrativ funktioniert auch nicht, eine Transformation, die keiner merkt. Ne? Und was die Leute auch nicht gut leiden können, da müssen wir wahrscheinlich alle vorsichtig sein, ich musste auch vorsichtig sein, die Menschen können es nicht leiden, wenn Besserwisser durch die Welt laufen und sagen, so müsst ihr das machen, und zwar genau so. Und wir haben es euch schon so lange gesagt. Ne? Während die Kurve steigt und die Leute sagen, Klima wird wichtig, 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 über all die Krisen hinweg, ne? Über die Finanzmarktkrise 2009, die Flüchtlingskrise 2015, die Pandemie 2019, die Kriege, die wir jetzt haben, 2021. Die Leute bleiben beim Klima, das ist relativ stabil, wie Sie auch sagen, das ist völlig richtig. Aber die Leute haben keinen Nerv auf den moralischen Zeigefinger. Und deswegen müssen wir Diskurse entwickeln und Erzählungen entwickeln, die damit umzugehen in der Lage sind. Das ist das Bild. Ne? Und wenn man das sieht, ist die eine Lehre ja ganz einfach, aber schwer umzusetzen. Wir müssen diese soziale Dimension komplett ernst nehmen. Und dann brauchen wir eine Kommunikation, die Mehrheiten zu erreichen in der Lage ist. Und ich kämpfe hart dafür. Im Augenblick wird man fast naiv dafür ausgelacht. Wir brauchen einen Konsens wieder, der ist uns zerbröckelt seit 2020. Wir hatten den schon mal. Aller demokratischen Parteien, die sich da hinstellen und sagen, wir machen diesen Weg. Wir haben dieses Ziel. Wir wissen, dass es sonst bitter wird. Nicht handeln ist teuer.
Nicht handeln ist viel teurer. Und dann kann man sich über die Details streiten, über jede Lösung streiten, über die einzelnen Instrumente streiten. Wenn wir so einen Konsens nicht hinkriegen, das erleben wir im Augenblick, kriegen wir die Polarisierung, die uns um die Ohren fliegt und den Rechtsdrall, den wir haben. Und wenn wir jetzt durch den Rechtsdrall in Europa den European Green Deal verlieren, dann rutschen wir ab und weit weg von den Zielen. Wenn wir im November Trump sehen werden in den USA, kommt eine ganz bittere Phase, weil wenn Trump Präsident wird, werden die Chinesen auch aufhören, Dekarbonisierung und Klimaschutz weiter zu betreiben. Also Rechts, Demokratie und Klima hängen ganz eng miteinander zusammen. Wenn wir uns da nicht mit beschäftigen, gute Lösungen finden und viel besser werden, dann wird das nichts, weil es hilft auch nichts zu sagen, wir Zivilgesellschaften sind so super, weil die Mehrheit der Bevölkerung, die rennt leider nicht gerade in Scharen hinterher hinter uns. Ne? Und wenn wir das nicht realisieren und fragen, was das heißt für unsere Strategie, mit dem wir in den unterschiedlichen Kontexten, aus denen wir kommen, arbeiten, dann wird es schwer. Zwei Beobachten drängen sich hier schon mal als Zwischenfazit auf. Nummer eins, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ich möchte meinen Porsche nicht aufgeben und ich möchte auch nicht, dass das Wenige, was ich habe, mir auch noch weggenommen wird oder das, was ich mir erarbeitet, mir weggenommen wird. Und genau deswegen braucht es genau diesen Schulterschluss, den Sie angesprochen haben. Und wenn wir jetzt zum Thema Narrative kommen, habe ich viel zu gelesen in letzter Zeit. Ich bin immer wieder fasziniert, wie dann doch mal Erzählungen getestet werden, die wirklich bevölkerungsgruppenübergreifend funktionieren. Nämlich so Dinge wie Made in Germany 2.0 ist getestet worden. Das fanden alle toll, weil man assoziiert das und Frau assoziiert das mit Arbeitsplätze der Zukunft. Chancen in Deutschland auch für meine Kinder. Zukunftsagenda. Ich glaube, in dieser Richtung könnten wir tatsächlich gemeinsam weiterdenken, damit das zivilgesellschaftliche Engagement wirklich Eingang findet in die Politik. Ja. Vielleicht zwei, drei Überlegungen dazu. Das Uber, ich habe die Strategie mitgebracht, ins Uber zu sagen, wir müssen in den unterschiedlichen Feldern, in denen wir arbeiten, das sind die Städte, die Landwirtschaft, die Ernährung und so weiter, wir dürfen nicht nur kluge Studien schreiben und mit den engagierten Politikerinnen und Politikern reden, was wir auch tun, wir müssen Transformationsallianzen bauen. Ja? Und da arbeiten wir mit Organisationen, die nach vorne gehen wollen, die schneller sein wollen als andere, mit denen arbeiten wir zusammen. Und das werden wir weitermachen, aber müssen das jetzt ergänzen um die Fragestellung, wie können wir nicht nur mit den dynamischsten, die weit vorne sind, zusammenarbeiten, sondern wie machen wir das so, dass wir Mehrheiten gewinnen können? Weil das ist der Punkt, an dem wir im Augenblick nicht weiterkommen. Und das miteinander zu verbinden, darüber arbeiten wir viel, denken wir viel nach und solche Allianzen werden wir bauen, verstärken und warten da und auf Ihre Unterstützung natürlich. Super, gut, dass ich die Frage noch gestellt habe. Transformationsallianzen. Wer möchte? Herr Hallmann. Ich habe noch ein paar Fragen offen. Verbunden mit der Frage, was nehmen Sie mit, was werden Sie tun? Also ich versuche jetzt im Staccato. Erstens kommunal. Ich arbeite gerade an einer Finanzierung, dass die Klimaunion eine Kommunalakademie macht für die 20.000 kommunal von der Union Aktiven in Städten, Gemeinderäten und so weiter, weil natürlich ganz viel ganz vor Ort stattfindet und es einfach auch eine Ausbildungsfrage ist. Und der kommunalpolitisch Aktive, der von vornherein mit dem Klimaschutz meint, anfängt, der fängt eigentlich typischerweise nicht bei der CDU an, sondern der ist eher jemand, der sagt, ich will meine Schule besser machen oder so. Das ist so der typische Weg einer Unionsfrau oder Mann in dem Kommunalparlament, das ist das Klima. Deswegen, das ist eine ganz wichtige Frage, müssen wir was tun? Zweitens, bürgerschaftliches oder Bürgerenergie. Daran arbeiten wir gerade an einem Antrag, weil da könnte man noch viel, viel mehr machen. Das wäre auch ein Mosaikstein für mehr Überzeugung für Klimaenergie, wenn die Leute es vor Ort erleben können. Das ist Österreich ist ja viel besser als Deutschland. Wir könnten beim Thema Bürgerenergie noch viel mehr machen. Und dann kommen die Fragen zur CDU. Oder erstmal frage ich den Porsche-Fahrer vielleicht gerne an. Also der Porsche-Fahrer sagt ja, wenn man mit ihm redet, na ja, klar, brauche ich ein bisschen mehr, aber ich bezahle das ja auch und so. Und wenn ich jetzt nicht mehr Porsche fahre oder weniger Porsche fahre, also jetzt erklären wir mal, wie viel Klimawirkung das hat. Da gibt's auch ganz andere Hebel. Da sollen die doch mal in Indien aufhören, Kohlekraftwerke zu bauen. Und die Antwort darauf aus meiner Sicht ist, lass uns den Benzinpreis so teuer machen über ein Klimageld, dass wir in der Tat dem Porsche-Fahrer sagen können, du zahlst dafür so viel, in Anführungsstrichen, Ablass, dass wir wirklich dich klimaneutral kriegen, wenn du denn unbedingt Porsche weiterfahren willst. Und irgendwann wollen wir dich dann mit E-Fuels fahren lassen und irgendwann mit dem elektrischen Porto. Aber das dauert ja, ehrlich gesagt, wenn man ehrlich ist, noch alles eine ganze Weile. Aber
Anders werden wir ihn aus meiner Sicht nicht bewegen können. Und dann würde ich gerne mit einem anderen Beispiel anfangen, um die Union besser verständlich zu machen. Warum ist die bayerische CSU, und ich nehme jetzt nur die CSU, trifft auf die CDU im Wesentlichen auch zu, eigentlich gegen Windkraft gewesen? Das ist ja die Frage. Und ich habe in der Bibel nachgeguckt, finde ich nichts. Ich habe im CSU-Grundsatzprogramm, es steht nichts. Ja? Ich habe auch sonst viel Forschung betrieben, steht nie irgendwas gegen Windenergie. Ich kann nicht sagen, warum das so ist. Weil es in den Gemeinden Leute gibt, die das nicht wollten, die das eine Umweltverschandlung fanden und so weiter. Deswegen und nur deswegen war es. Also die schlechte Nachricht ist, gibt keine so richtig substanzierte Begründung. Die gute ist, deswegen ändert die CSU auch gerne ihre Meinung und ist jetzt eben viel stärker für Windenergie als früher, weil sich auch der öffentliche Diskurs geändert hat. Und damit bin ich bei der Frage, die Union holt diejenigen ab, die nicht zu ihnen gehören. Und an Sie jetzt ganz persönlich adressiert, politische Mehrheiten sind eine ganz wankelmütige Verbündete. Das gilt generell, das konnten sich jetzt gerade die Grünen in der Europawahl angucken, das konnten wir uns aber auch schon öfter angucken. Also das ist, Mehrheiten sind ganz fragil, immer. Und auch die Mehrheiten für Klimaschutz sind fragil. Und deswegen müssen Sie an diesen Mehrheiten arbeiten und können nicht sagen, jetzt erhöhen wir mal den Druck auf Politiker. Ich will nicht, dass Sie keinen Druck auf mich ausüben. Das ist nicht mein Ziel, nicht der Tenor meiner These, sondern ich hätte die Wandlung zur CO2-Bepreisung in der Unionsfraktion mit meinen Kollegen nicht durchbekommen, wenn Fridays for Future in dieser Zeit nicht so aktiv hätte und so viel Rückhalt gehabt hätte. Und wenn wir diesen Rückhalt in der Bevölkerung wieder kriegen, dann kann ich Ihnen sagen, ist die Union die allererste, die sagt, gestern waren wir gegen Windkraft, morgen sind wir dafür. Die Union ist keine ideologische Partei mit allen Nachteilen und allen Vorteilen, die das hat, sondern ist eine extrem pragmatische Partei. Ich will das gar nicht bewerten, sondern ich will es einfach erklären, weil Sie ja in einem Diskurs damit stehen. Und deswegen ist die Frage, wie stark ist der Rückhalt für die Maßnahmen in der Bevölkerung der absolut entscheidende für die Mehrheitsfindung und insbesondere auch für die Mehrheitsfindung der Union? Und deswegen ist das Narrativ, Sie hatten ja gesagt, die Oma, ja klar, dieses Narrativ, aber zählen Sie nicht nur Unionspolitikern und ich, meinen Kollegen, tue ich, machen Sie sich keine Sorgen, mache ich ganz sicher von morgens bis abends, aber erzählen Sie es eben auch den Omas. Die das selber danken müssen, sagen wir, ihr tut was für mich. Und da gibt es auch eine gewisse Resonanz. Auch bei konservativ-bürgerlichen Schichten gibt es dafür eine Resonanz. Wir müssen die wieder zum Schwingen bringen. Die ist eindeutig abgeklungen. Und das ist auch Ihr Commitment, dass Sie die Resonanz zum Schwingen bringen. Ich versuche, die Klimaunion so stark wie möglich zu machen, es einfach zu beantworten. Ist klar. Danke, Julia Verlinden. Ja, also ich glaube, dass auf der einen Seite es selbstverständlich wichtig ist, dass Zivilgesellschaft sich bemerkbar macht und um die Connection sozusagen nochmal deutlich zu machen. Also ich lade alle ganz herzlich dazu ein, die Möglichkeiten wahrzunehmen, die Fraktionen beispielsweise im Bundestag, aber auch die Abgeordneten in ihren Wahlkreisbüros anbieten, dass es Bürgersprechstunden gibt, dass es Termine im Bundestag gibt, die sowohl in Präsenz, aber auch digital angeboten werden, wo Menschen mitdiskutieren sollen, wo ja das Feedback auch der Zivilgesellschaft eingesammelt wird, weil man ins Gespräch kommen möchte. Also das alles zu nutzen, um sich in die Debatte einzuklinken, im Austausch mit den Fraktionen, Parteien und Abgeordneten zu sein. Das ist das, worauf ich nochmal hier auch einfach hinweisen möchte, weil manche das vielleicht gar nicht so bewusst ist, welche Optionen es dazu gibt. Und des Weiteren glaube ich, dass zusätzlich zu dem Appell, die Zivilgesellschaft kann einen Beitrag dazu leisten, Mehrheiten für bestimmte Maßnahmen oder auch politische Ziele zu stärken oder Mehrheiten dafür sicherzustellen. Oder so glaube ich, dass es eben auch Job von uns Abgeordneten ist, in dieser gesellschaftlichen Debatte eben auch Orientierung zu geben. Also das war auch nicht so gemeint, das ist mir klar, aber ich will das nur noch mal hier deutlich machen. Es geht nicht darum, dass wir Politik uns zurücklehnen und sagen, ja okay, jetzt organisiert ihr mal in der Zivilgesellschaft die Mehrheiten, sondern wir sind ja Teil dieser Debatte in der Gesellschaft und versuchen da deswegen natürlich auch Impulse reinzugeben, unsere Position auch deutlich zu machen, zu erklären, stellen uns auch in den Wind und kriegen dafür auch manchmal richtig auf die Fresse für unsere Position. Aber ich glaube, es ist eben ein
gleichermaßen auch nicht abwarten von denjenigen, die sagen, okay, die Politik soll das da mal regeln, ich habe da Erwartungen, sondern es sind eben kommunizierende Röhren, was die Gesellschaft eben für Debatten führt und in welche Richtung die dann auch im Ergebnis rausgehen. Ich glaube, damit habe ich zumindest die Hauptfrage, wie ist der Austausch und was nehme ich mit oder sozusagen, wie möchte ich im Austausch bleiben, hier nochmal versucht in zwei Sätzen. Vielen Dank. Und da steckt ein klares Commitment dahinter. Und das letzte Wort gehört auf diesem Panel der Zivilgesellschaft. Varo Gabbard. Wow, die Zivilgesellschaft hier zu sein, ist ein bisschen vielleicht zu groß. Große Bürde. Aber ich sag mal das, was ich hier mitgenommen habe. Also, ich glaube auch, und das ist eine Ermutigung an alle, die hier sitzen, alles wahrzunehmen, was es schon gibt an Optionen, sich einzubringen, politisch in der Kommune. Bitte, also ich sage auch den jungen Menschen, das, was ihr machen könnt an den Orten, wo ihr ohnehin seid, wo ihr zusammenkommt, wo ihr Menschen überzeugen könnt, das brauchen wir. Wir brauchen alles. Also wir brauchen wirklich alles. Wir haben so eine Mammutaufgabe vor uns und das bekommt man nur hin, wenn alle sich so viel wie möglich und wie ihnen möglich ist, einbringen. Das muss ihnen aber auch leicht gemacht werden. Und wenn sie das tun, muss auch honoriert werden, dass sie das tun. Und da komme ich nochmal zu dem, ja, Diskussionsangebote nutzen, super, aber dann bitte, bitte, bitte nicht danach einen Brief schicken und sagen, schön, dass Sie mit uns diskutiert haben. Ich sehe so viele gute Ansätze in der Zivilgesellschaft, dann kommt so ein Brief, schön, dass Sie diskutiert haben, wir haben nichts davon leider umsetzen können, tut uns wirklich leid, weil der Koalitionspartner, die Opposition, die Regierung davor, weiß ich nicht. Und dann kommt so ein Fingergezeig und das demotiviert Menschen. Also da wäre irgendwie nochmal so ein Feedback-Schleifen, die irgendwie motivieren. Ja, wenn Sie beide das noch nie erlebt haben, dann ist es ja ganz toll. Aber genau. Ich kann mich nicht an solche Briefe erinnern. Aha. Aber ja, ich schon, leider. Okay. Und an sehr viele traurige Menschen, die solche Nachrichten dann bekommen haben. Also ich glaube, dass da auch die Resonanz besser werden muss für die, die man schon an Bord hat, die sich engagieren wollen und es für diejenigen, die es noch möchten und vielleicht noch nicht die Orte gefunden haben, auch einfacher macht, indem man Strukturen schafft, auch im politischen Betrieb, wo das Ernstnehmen von Zivilgesellschaft und vor allem zum Beispiel jungen Menschen besser betrieben wird. Und ich glaube, nur so kommen wir dieser Mammutaufgabe näher und auch nur, und das fand ich eigentlich den schönsten Moment, ehrlich gesagt, auf dem Panel, wenn wir sagen, gegen diese populistischen Kräfte, rechtsextreme Kräfte und so weiter, kommen wir nur an, wenn wir auch immer wieder über die Parteien hinweg, über die Zivilgesellschaft mit den Parteien und auch untereinander in der Zivilgesellschaft einende Erzählungen finden, die Hoffnung machen, die für ein gutes Leben für möglichst viele Menschen stehen, damit wir diesen angstgetriebenen rechtsextremen Positionen möglichst wenig Raum geben, weil wir brauchen den demokratischen Aushandlungsbereich, damit wir das irgendwie noch hinbekommen. Ganz herzlichen Dank Ihnen und euch allen für eine engagierte Diskussion. Ich hoffe, wir haben alle zusammen jetzt wieder ein bisschen mehr Mut gefasst, mehr Klarheit, viel Inspiration. Dafür ganz herzlichen Dank an die Panelistinnen. Und ich weiß, wir sehen uns alle wieder. Ich wünsche allen, die hier bleiben, noch einen ganz fantastischen Nachmittag und Abend. Und allen anderen noch eine gute Woche und bis ganz bald.